So, hi Yannick, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Geburt deines Kindes. Hat dich das fürs heutige Spiel beflügelt? Ja, auf jeden Fall. Hatte unbeschreibliches Gefühl jetzt. Am Samstag ist meine kleine Tochter auf die Welt gekommen. Allen geht's gut. Und klar, nimmst du das natürlich mit heute ins Spiel. Hatten viele angeschlagene und verletzte Spieler und noch kurz vor Anpfiff. Hatten auch ein paar Jungs aus der zweiten dabei. Auch ein riesen Dank an die, ne, dass sie gerade dienstagsabends immer nach Vettelschoss fahren. Ja, und haben es einfach dann mit der Mannschaft gezeigt, dass wir auch damit Vettelschoss besiegen können. Wurde hinten raus noch mal ein bisschen eng, weil wir wieder ein Standardtor bekommen. Ist natürlich sau ärgerlich. Müssen vorher den Deckel oder zumachen. 4-0, aber gut. Jetzt haben wir 3-1 gewonnen. Sind, glaube ich, im Achtelfinale. Und jetzt kann es weitergehen am Samstag gegen Schott. Alles klar. Vielen Dank und alles Gute. Danke. So, hi Sascha. Heute ein 3-1-Sieg gegen eine souveräne Bezirksligamannschaft. Was ist dein Fazit zum Spiel? Ja, wenn man erstmal überlegt, was uns heute oder jetzt hier die Woche schon alles passiert ist, was uns ausgefallen ist. Wir hatten heute, glaube ich, 10 oder 12 Spieler insgesamt sogar, die heute nicht dabei waren. Wir hatten heute 3 Jungs, wo ich auch mal Dankeschön sagen muss, von der zweiten Mannschaft heute dabei. Und finde es einfach dafür überragend, wie wir es gelöst haben. Haben 3-0 geführt. Einzige Wermutstropfen hat mich schon so ein bisschen geärgert, dass wir dieses 3-1 noch kriegen. Da hätte es noch mal spannend werden können, aber trotzdem spielen wir es sauber runter. Und ich glaube, für uns zählt heute einfach nur eine Runde weitergekommen, Haken dran. Und jetzt gucken, dass wir uns für Samstag noch Wunden lecken, soweit es geht. Weil, wie schon gesagt, wir sind halt pfeifen wirklich aus dem letzten Loch und müssen jetzt einfach schauen, wie wir das die Woche geregelt kriegen. Aber trotzdem, ich bin stolz auf die Jungs, haben sie gut gemacht und jetzt sind wir im Achtelfinale. Alles klar, bis Samstag.